Hallo Leute, da sind wir wieder in Komarovo bei Daisy. Kamenka, Komarovo, das heißt, ihr müsst dann nach rechts und nach Channels kommen. So, ich habe jetzt was gegessen und habe die letzte Frustfolge jetzt so langsam verdaut. Und werde jetzt wieder mal einiges besser machen. Das ist wieder so eine Fake-Hütte. Also noch mehr Zombies. Noch ein Zombie. Ah, lol, jetzt habe ich gedacht, ich habe da eine Headshot gesehen. Da war aber, glaube ich, eine. Glaube ich. Alle Angaben ohne Gewehr. Zuerst suche ich hier unten ab. Hier können nämlich Zombies mich nicht so leicht in die Ecke drängen. Toolbox habe ich noch nie gebraucht. Aber sie ist ja kostenlos. Puh, haben wir Glück. Können wir jetzt direkt wehren. Kurz nachladen. Läuft. Hacker, Zombie. So, du willst auch noch was? Kein Problem. Schauen wir mal schnell, was hier liegt. MP5 Schalldämpfermagazin. Cool. Und hier haben wir Schrott. Und hier oben. Aha. Motorteile. Auspuff habe ich auch schon gesehen. Wenn wir jetzt hier irgendwo ein Auto stehen sehen würden. Okay, ich höre einen Spieler. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der auch noch nicht besser bewaffnet ist wie wir. Darum bin ich jetzt mutig. Läuft. Und so schnell wird unser Mut bestraft. Wir sind fertig hier. Naja, was soll's, hier habt ihr die Axt. Hier sind wir fertig. Und dann gehen wir mal nach Tscherno. Komarovo. Mein Ziel immer noch Heli. Ganz einfach. Schön ausrüsten, dann zum Airfield. Und von da aus dann die nördlicheren Städte abklappern. In der Hoffnung, dass da noch ein Fahrzeug oder nicht. Gut, beim Heli muss ich schauen, wo man den überall finden kann. Ich weiß, einen gibt es beim Airfield. Den haben wir schon mal als Deko bezeichnet. Entschuldigung. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar bei Tscherno ein. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das werde ich mal alles auf der Daisy Map dann nachschauen. Ja, ich bin jetzt wieder auf einem Server, der die Namen anzeigt.
mal wieder so zum Test. Ich habe das Gefühl, die Menge spielt, also wenn ich die Server vergleiche mit Namenanzeigen und ohne Namenanzeigen, da scheint wohl diese Namensanzeige doch recht beliebt zu sein. Ich würde jetzt noch ganz gerne eine rauchen eigentlich. Aber ich bin gerade so voll gefressen, ich will nicht aufstehen, um mir eine Zigarette zu holen. Rauchen ist ungesund, nicht rauchen. Rauchen ist böse. Da ist schon das Balota Airfield. Ich leg mich jetzt hier mal hin, oder ich setze mich hier hin und schlage mein iPad auf. Und öffne die Daisy Map. So. Und dann schauen wir mal. Ich suche jetzt bewusst auch mal nach Fahrzeugen. Ja, bei Balota am Airfield gibt es sogar zwei mögliche Fahrzeugplätze. Und ich hole mir eine Zigarette. Tut mir leid für die Verzögerung. Und es fängt das Regnen an. So, dann auf nach Balota Airfield. In Balota selber gibt es kein Fahrzeug. Und sonst auch nur so kleinere Loot-Häufchen, sage ich mal. Und die interessieren mich nicht. Ich werde jetzt hier querfeld einmarschieren. Klar, ich will ja auch taktischer spielen. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich am Anfang, wenn ich eh noch nichts habe, wenn ich da den Runner mache. Den Roadrunner. Miep, miep. Ist das eine Kuh? Ja. Eine Kuh auf dem freien Feld, das gefällt mir gar nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir noch schnell die... Da nicht. Fuck. Schauen wir mal, dass wir noch schnell die Zombies loswerden. Haben wir noch zwei. Ich habe jetzt überhaupt keinen Blick aufs Airfield geworfen. Keine Ahnung, ob jemand ist. So, ich verstecke mich jetzt erstmal hier im Eck. Warte auf die Zombies. Solange die versuchen, mich durch die Wand anzugreifen, nehme ich mal mit, was ich kriegen kann. Bandage, verdammt wichtig. Ach, der kommt doch eh gleich wieder. Jetzt nicht mehr. Ein Regenbogen, wie süß. Oh. So, dann gehen wir jetzt erstes gleich in den Tower. Wenn wir schon dort sind. Und hören tote Fliegen. Tot. Ah, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Einen toten Spieler.
Dann haben wir nochmal 1911 Magazin. Das nehmen wir mal mit. Und werfen uns direkt hin. Und finden nichts. Der auf dem Dach liegt? Oder ob der geheidet wurde? Okay. Hier ist kein Spieler mehr. Ich habe auch noch gar keine Zombies gesehen. Dann auf zum... Achso, ich hätte nach dem Auto... Muss ich mal schnell gucken. Moment. Ach, das hätte hier irgendwo sein sollen. Ne, in dem Hangar. An dem Hangar hier. Nehmen wir mal die Enfield-Munition mit. Da hinten liegt doch was Waffiges. Eine Shotgun. Eine Remington. Oh. Ich würde jetzt gerne meinen Rucksack packen, aber da habe ich keinen Platz. Die Headshot wäre mir fürs Erste lieber eigentlich als eine Remington. Aber man muss ja nehmen, was man kriegen kann, ne? Haben wir da vielleicht sogar die richtige Munition? Nein. Was brauchten die? Diese 8? Ne, das waren... Natürlich, das war Remington. Diese mit 8 Schuss. Die waren doch hier irgendwo. Nee. Aber hier war auch viel Sch. Nee. Fuck. Jetzt haben wir was. Also doch. Mein Gott, red ich hier wieder einen Quatsch. Dann sammeln wir mal den ganzen Schrot-Shit auf, den wir hier finden. Und schauen, was wir da verwandeln können. Da können wir das. Achso. 2, 2, die 15. Können wir nichts mit anfangen. Kommt die wieder weg. Nehmen wir hier nochmal 8. Das ist immer ein Scheiß hier mit den Shotguns. Den Hangar 1 hatten wir durch. Mache ich mich mal auf in den zweiten Hangar. Und da sind schon die Zombies gespawnt. Oh fuck. Was haben wir hier? Braucht man nicht. Da hinten Müll. Und hier Müll. Und hier ein Zombie. Noch ein Zombie. Hier dann haben wir Müll. Alter. Aber den haben wir schön eine mitgegeben. Upp. Und hier haben wir... auch nichts Interessantes. Wieso gibt es hier Loot? Das ist eine Falle. Keine Ahnung.
schau jetzt mal dahinter, weil da sollte noch, wenn ich das hier richtig sehe, ja, auch ein Auto stehen, wenn es denn noch da ist. Ich gehe mal davon aus, wenn so ein Server restartet ist, ist das eins der ersten Autos, die verschwindet, weil hier findet man ja reichlich Teile für ein Auto. Aber vielleicht haben wir Glück. Wer weiß. Da bin ich von der W-Taste gekommen. Wow. Humanity minus 27.000. Dann ändert sich das Game wenigstens nicht so schnell. So, die Zombies sind auch schon da. Oberflächlich betrachtet kein Auto. Räumen wir mal wieder auf. Klappt immer noch nicht. Haben wir immer noch nicht genug. Eine Bandage, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt reicht's aber. 2, 4, ne, immer noch nicht. 2, 4, braucht man, ob man da 2 Pellets mit 2 Slugs? What the fuck? Ich verliere gerade ein wenig den Überblick. Du machst da dein Ding, Zombie. Und ich mach hier mein Ding. Noch eine Rauchgranate und nochmal Painkillers. Nimmt's mir nicht übel. Nee, die behalte ich. Aber die schmeiße ich weg. Also ist hier auch nichts und Auto sehe ich auch nicht. Aber ich höre schon wieder Fliegen. Da hinten liegt er. Und er hatte nichts dabei. Laut meiner Map soll das hier ein kleiner Military Loot Punkt sein. Aber hier kann man gar nicht rein. Ja, dann gehen wir gegenüber zu diesen Zelten Dingen. Da wo die Zombies schon auf uns warten. Und wo uns unser Auto geklaut wurde. Daran erinnere ich mich noch hervorragend. Steht leider kein Auto rum. Was sind das? Ach, Leichensäcke, glaube ich. Jo. So, hier weiß ich nie. Ich bin schon wieder toter Spieler. Weiß ich nie so richtig, wie ich verfahren soll. Die Zombies ja
Lol. So habe ich gerade einen Spielernamen angezeigt bekommen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Oder war das ein Bug wegen diesen Deko-Leichen da unten? Klein Momentchen. So, da bin ich wieder. Tut mir leid. Shit. Ist jetzt ein Spieler oder nicht? Fuck, 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 fuck. Okay, ist ein Zombie. Also ich kann jetzt keinen Spieler sehen. Nein, geh weg. Voll daneben. Tut es jedenfalls gleich verdammt eng, wenn wir hier keine Waffe finden. Shit. Hallo. Geh die Leiter hoch. Da haben wir doch schon wieder eine. Oh mein Gott. Dann schmeiße ich jetzt das Graffel hier weg. Und hier haben wir nochmal. Entschuldigung. Na, die Ausbeute ist doch ganz okay.